herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Dead Island Let's Plays. Ich bin Rektalin und ihr schaut Replay Games for You. Es ist hier auf unserer Ladefläche ein Saftkarton. Haben den Kontrollpunkt erreicht. Das finde ich wiederum auch sehr praktisch. So. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir noch den anderen Saftkarton erreichen oder bekommen. Der ist aber insgesamt ja zum Glück ein bisschen leichter zu bekommen, weil die Tankstelle kleiner ist. Klingt blöd, ist aber so. Oh, hallo, Reisegruppe. Ja, ja, schreib mal da. Ich mag das nicht, diese Methode mit dem Reinrennen. Oder irgendwie über einen Zaun hüpfen. Hauptsache, man ist irgendwo drinne. Wie man rauskommt, das kann man sich nachher überlegen. Das finde ich nicht so gut, wie wir es in der letzten Folge hatten. Das ist eine Kapierung, ne? Ja. Drüber gefahren, wo nichts passiert. Oh, hallo. Auch noch nicht tot. Sehr, sehr schade. Bisschen. Oh, Aufstieg und Unfall. Laufende Tote. Der ist kaputt. Na, komm mal her. Humpel nicht so. Genau. Lebt immer noch die Tante. Komm, steh mal auf. Hat dir gar nicht wehgetan. Ja, ne? Ja, jetzt ist er. Oh, da kommt einer aus dem Busch. Ja, hallo. Steh halt mal auf, Tante. Jetzt hängst du vielleicht im Busch fest. Fahren wir erstmal über den hier drüber. Wer bist du hier? Kaputt. Das geht hier ab. Müssen wir hier mal drehen. Problem ist, je länger wir hier rummachen, desto schlechter ist es für uns letztendlich. Ist an der rumgeklettert, ey. Einfach vor und zurück. Bis sie selber keine Lust mehr haben. Kommt mal her, komm. Kommt vors Auto, komm. Put, put, put. Den haben wir schon mal. Mit dir hier, Kollege. Drehen wir das Auto mal richtig hin. Okay, drehen wir es andersrum.
dass wir dann gleich flüchten können. Das ist der andere Saftkarton. Was wir noch mitnehmen können, was wir mitnehmen. So. Können wir nicht. Leer. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier abhauen. Die Säfte abgeben. Sollte ja relativ machbar sein. Ah. So eine Reisegruppe aus der Hölle. Blöde Alarmsirenen. Ist ja toll, dass die alles alarmieren sollen, aber dabei denkt niemand an Zombie-Apokalypsen. Die rufen ja quasi alles dann in Umkreis von, was weiß ich, 4 Meter. Einfach mal zusammen. Ich frage mich, ob die Autos auch so richtig kaputt gehen können. Das wäre so mein schlimmster Albtraum. Weil ich fühle mich in denen doch recht sicher, muss ich sagen. So, dann macht mal auf hier. Danke. So, jetzt sind wir relativ sicher. Und wir haben heute 2 von den Getränkepackungen. Besser geht's nicht. Hoffe, wir brauchen auch 2 und keine 3. Wenn wir 3 brauchen, dann ist hier Schicht im Schacht. So. Nee, ich wollte es nicht einfach nur so ablegen. Hier. So, 1 haben wir. Jetzt holen wir das nächste. So, ein Upgrade können wir auch machen. Das machen wir gleich, wenn wir das hier abgegeben haben. Yeah, wir haben es geschafft. Erstmal hier Upgrade machen. Am besten nochmal hier Ausdauer dazu. Das ist eine Kettensäge im Hintergrund. So, erstmal das Fenster zugemacht. Ja. Samstag, dann machen sie gleich rum hier, als wäre, keine Ahnung, Sommer oder so. So. Können wir hier was upgraden oder verbessern, modifizieren können wir nicht. Jetzt gehen wir mal hoch und reden mit dem Kerl. So. Genau. Gucken, was zu sagen hat. Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. Gut, dann gib mal das Geld. Und jetzt? I've tried every frequency I can and nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Keine Ahnung. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. Ich hab den Scheiß grad erst gebracht. I was afraid to even think about it, but I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Nein! Can you do this for us? Nein. Sehr schwierig. Na klar! Ich will's nicht machen. I can't really turn you down now. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. But I have a plan. Gut, dass ein Plan ist. There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. Now get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Wo
Er hat mir doch gesagt gehabt, geh nicht zum Hotel. Auf gar keinen Fall zum Hotel. Jetzt sagt er uns, geh zum Hotel. Was soll das? Flexibler Schlauch, vielleicht können wir ihn damit erdrosseln. Sie, Sir, Sie sind ein Schwein. So. Wir haben auch hier gar kein Verständnis dafür, dass ich das auch scheiße finde, hier rumzurennen. Die sitzen hier mit ihrem Arsch und leben von den Sachen, die ich unter Einsatz meines Lebens, das ich oft dabei gelassen habe, wohlgemerkt, gesammelt habe. Und saufen den Scheiß auch noch weg wie Sau. Rationen hier, keine Ahnung. Was ist rationieren? Der Depp, der kann hier rausgehen und die Sachen sammeln. Alles klar hier. Ich weiß Bescheid. Wärt ihr nicht mit der Hauptquest verbunden, würde ich sagen, hier, ihr Eumel. Ihr könnt mich mal. Gucken, was ihr wenigstens zum Looten habt. Ein Lappen oder sowas wäre ganz gut. Leer. Was auch sonst. Verbände. Hell, we're taking a look. Schmerztabletten. Bei dir hustet da jemand, der nicht da ist. Würde mir da mal Gedanken machen. Warum schmeißen die Seife weg? Ich komme immer wieder her und jedes Mal ist der Mülleimer voll. In den Computer machen sie Elektroschrott. Wie, $5? Du musst auch noch dafür bezahlen. Hier war aber doch jemand, der gegen Alkohol Molotow-Cocktails machen wollte. Muss mal gucken, dass wir den wieder finden. Der war, glaube ich, hier. Oder war der oben? Kann auch sein, dass er oben war. Was ist mit dem hier? Eigenbaumachete. Ne, nehmen wir hier. Was ist das denn? Energy Drink. Haben wir das schon aufgemacht? Nee, ne? Oh, ein Feuerzeug. Schade, dass wir nicht noch einen Lappen gefunden haben. Vielleicht hier irgendwo. I heard this scourge came from outer space. Ist das hier zerstörerisch schwerer Morgenstern? Also hört sich ja schon sehr gut an. Aber auch gut teuer. Hm. Na, vielleicht können wir was verkaufen. Mal kurz gucken hier. Besenstiel. Den brauche ich eigentlich nicht. Gibt's aber auch nichts, ne? Unsere Finanzen dementsprechend aufbessern würde. Seife. Spiegelbilder gibt's hier nicht. Wir sind alles Vampir-Zombies. Ja, ja, die kamen aus dem Weltraum. Hast schon recht. Bolzen. Hier sind auch noch Schränke. Flexibler Schlauch. Gehen wir nochmal hoch und reden nochmal mit den beiden anderen. Oder beziehungsweise mit dem einen. Weil ich glaube nämlich, der macht hier. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Okay, Molotovs. You know, there's a better way to kill those things. Ja, ja, ich weiß schon. Oh Mann! Halt, falsch Knopf, Fahrzeug. Quests, Hauptquests. Geboren für die Wildnis. Es gab also drei Schalter.
Nix, sehr einfach. Nee. Nee. Nein. Der Wind in den Eingeweiden ist auch gut. So. Ich würde sagen, wir beenden die Folge heute ein bisschen früher. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Euer Rektalin für Weblay Games Studio sagt ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.